Hi, da bin ich wieder. Ich habe diesmal alle Figuren schon auf dem Tisch, denn ich habe sie schon auf der Los Amigos entgegengenommen vom Andy Horning aus dem Sale. Ich möchte aber heute Chucky auspacken, weil es ist ja bald Halloween und ich habe da ein paar witzige Sachen vor. Aber vorher wollte ich euch ganz kurz mal zeigen, was ich so ersteigert habe, falls ihr nicht dabei gewesen seid, wart. Hier einmal zwei putzige Gremlins, das ist zweimal der Gizmo. Da gibt es auch noch die anderen Gremlins-Figuren. Es kommen ja auch so viele Gremlins-Figuren jetzt bald wieder von NECA. Ich freue mich mega drauf. Gremlins, finde ich, gehen immer und deswegen bei Gremlins bin ich immer dabei. So, dann haben wir hier ja noch einen von den Commander Green Trooper hier. Ich habe zwar schon drei oder vier, vier, drei. Aber ich finde, die sind mega cool und ich will ja eine kleine Armee aufbauen. Deswegen habe ich hier noch einen weiteren ersteigert. Ich muss so den Helm vielleicht ein bisschen anders bemalen, dass einer wirklich der Commander ist und der Rest halt, ja, so Truppler. Ich weiß, es passt vielleicht nicht alles ganz so zur Star Wars-Welt, aber zu meiner Diorama-Welt und zu meiner Welt passt es. Hier habe ich ein wunderschönes Set ersteigert. Beim Andy Horning vom Super Mario. Ich habe gehört, die Münzen sind schwer zu bekommen. Und ja, eine Münze habe ich jetzt schon mal. Ich weiß nicht, ob ich die weiteren sammeln werde, aber alleine wegen der Münze habe ich gedacht, für 1 € ist mega cool. Super Mario geht immer. Mario generell, finde ich, hat mich persönlich sehr viel in der Kindheit begleitet durch die ganzen Spiele, durch die kleinen Figürchen. Also geht auch immer. Der kleine Mini Grogu. Meinen habe ich ausgepackt und ich habe ihn sehr oft unterwegs und da habe ich gedacht, wenn ich den mal verliere, der ist auch ziemlich winzig und klein. Ich weiß gar nicht, ist das immer noch die kleinste Verpackung aus der Black-Serie? Ich habe mal gehört, es würde noch eine kleinere geben, aber ist schon winzig, aber trotzdem putzig. Ja, ein kleiner Grogu dazu, falls meiner verloren gehen sollte. Dann habe ich hier. Die kannte ich vorher gar nicht, aber die sind so witzig. Vor allem das Zubehör. Das ist so putzig. Die habe ich ersteigert. Da habe ich auch noch Glück gehabt, dass ich die noch bekommen habe. Da wollte ich wohl nicht als einzige diese Figuren haben. Aber das Zubehör ist so putzig. Und da habe ich mir gedacht, vor allem der hier. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist es eine Kartoffel? Ist es eine Avocado? Avocado ist das. Aber die Figuren finde ich einfach klasse. Da habe ich gedacht, komm, damit kannst du auf jeden Fall was anfangen. Dann habe ich hier, dank dem, den Namen habe ich jetzt wieder vergessen, aber ich sage schon mal Dankeschön. Die habe ich eigentlich nicht ersteigert, auch für 3 € Megapreis, mega coole Figuren. Die werden auf jeden Fall in Kontakt mit den Turtles irgendwie kommen. Also ich hab die Figur gesehen und dachte mir, da kannst du auf jeden Fall was für dein Diorama machen. Und dann noch für den Toppreis. Mega cool. Und dann habe ich sie auch noch übergeben bekommen. Weil eigentlich hatte ich sie nicht ersteigert. Deswegen nochmal Dankeschön. Ja, mega cool. Und ein paar Figuren von Fortnite. Ich habe eigentlich nur die ganz großen Figuren von Fortnite. Ich finde, auch wenn ich das Spiel jetzt nicht spiele, also ich habe es schon mal gespielt und ausprobiert. Also aktuell spiele ich es nicht, aber die Figürchen dazu und das Zubehör, das ist schon auf einer lustigen Basis gemacht, deswegen, und das gefällt mir auch sehr, also wirklich gut. Sind schon coole Figuren. Wo habe ich jetzt die andere hin? Komm, jetzt haben wir die Gremlins einfach weggepackt. Die gehören ja irgendwie auch dazu. Aber jetzt geht's an die Sache. Und zwar habe ich hier von der Firma NECA. Ich habe damals den alten Chucky gehabt. Der war ungefähr so groß. Vielleicht so. War der auch von NECA? Auf jeden Fall eine mega coole Figur. Die habe ich leider damals hergegeben und dachte mir, es muss ein neuer Chucky her. Gerade jetzt Halloween, Actionfiguren, da muss was her. Und ich habe zwar auch den neuen Film gesehen, bin aber trotzdem Fan der alten Filme irgendwie. Ich zeige euch mal hier Chucky einmal das Bild hier. Das ist ja immer bei den NECA-Figuren mega cool. Und ich hole euch jetzt mal Chucky raus. So, dann sieht man das nämlich viel besser. Ja, oder auch nicht. Ah, cool, guck mal.
Da ist so eine, da ist dieser Karton, den man zusammenbauen kann, um Chucky reinzupacken. Wie cool ist denn das? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Aber ich muss Chucky jetzt mal hier rausbekommen. Das ist die Verpackung. Neckar wieder. Wunderschöne Verpackungen. Vor allem, die sind so glatt. Aber gut. Ich schmeiß leider Verpackungen weg, weil ich ja die Figuren haben möchte. Aber jedem das seine. Ja, der Hintergrund ist schlicht grau. Aber manchmal, um Fotos zu machen, ist das gar nicht mal so schlecht. Aber hier, guck mal. Wir bauen diesen Puppenkarton zusammen. Wie krass ist denn das? Und Achtung, von meiner Story her, Leonardo oder vielleicht auch Splinter, vielleicht ändere ich das nochmal, schenkt Raphael diese tolle Puppe. Ja, das wird lustig zu Halloween. Jetzt mache ich mal den Karton hier zu. Vor allem, es hat auch hier wie im Original das Fensterchen, wo die Puppe dann durchguckt. Mega cool. Das sind so Sachen, wo ich denke, wow, die kann ich nicht verpackt lassen. Da muss ich einmal ran. Na. Wobei, ich hätte gerne auch Chuckys Braut, muss ich sagen. Ich mag die Figuren. Ich war ein bisschen überrascht, dass die so klein sind. Aber ich zeige euch das jetzt gleich mal. So, das wäre einmal der Karton. Und ja, diese Puppe bekommt ihr jetzt. Schenkt jetzt Leonardo den Raffi. Da weiß er noch nicht, was auf sie ihm zukommt. Und das hier. Oh, da fallen schon alle Teile raus. Das ist Chucky mit den drei wechselbaren Köpfen und auch wirklich einiges an Zubehör. Es sind zwar mehr Waffen. Es sind eigentlich alles Waffen. Das komplette Zubehör besteht aus Waffen. Wie sollte es anders sein? Und drei austauschbare Köpfe. Und seht ihr schon die Größe? Mein letzter Chucky, den ich hatte, der war so groß und so breit. Der hier ist so klein und winzig, muss mich erst dran gewöhnen. Aber vielleicht genau passend, um mit den anderen Figuren, also mit den Turtles zum Beispiel, zu kombinieren. Ich hole jetzt erstmal alle Waffen raus. Wobei, hier ist auch so ein Maßstab, war der auch dabei? Ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Also es ist schon eine Ewigkeit her. Ich weiß nicht mehr wie lange, aber es ist schon ein bisschen her. So. Ja, das ist die Verpackung. Das sind die drei austauschbaren Köpfe und die sind schon heftig, ey. Vor allem, wir haben ja jetzt dann vier Köpfe insgesamt. Ich kann euch das gar nicht so halten, festhalten und zeigen. Aber ich habe ja auf Facebook, Instagram, TikTok, überall noch schöne Fotos dann. Das sind die drei Köpfe. Wir haben einiges zur Auswahl. Dann haben wir hier, ich muss gucken, nicht, dass ich was verliere, mehrere verschiedene Messerchen zur Auswahl. Ja, Moment. Und vor allem die Hand, die kann man ja noch austauschen. Wobei ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, dass er die Hand austauschen konnte. Aber ich muss den Film hier gerade, glaube ich, noch mal anschauen. So zur Halloween-Zeit, gell, dann passt das ja. Hier, eine ganze Auswahl an Messern in allen verschiedenen Größen. Schon cool. Dann hat er noch eine Pistole und ich finde, die Pistole ist schon mega gut geworden. Ist wahrscheinlich so klein, um euch das jetzt zu zeigen. Dann haben wir drei austauschbare Hände. Wieso drei? Wir haben eine ungerade Zahl. Na gut. Und Chucky an sich, voll putzig. Jetzt noch den Baseballschläger. Wer hat denn vorhin, in meinem letzten Video, habe ich einen Turtle gehabt. Im Baseball, ein Footballspieler. Football? Nee, Baseballspieler. Und den hat ein Baseballschläger gefehlt. Und jetzt habe ich eins. Ach, nur mal so nebenbei. Hier zum Messen. Naja, gut. Und hier haben wir ihn, den kleinen Chucky, und der hat extrem viele Bewegungspunkte. Sein Fuß hier unten lässt sich bewegen. Er hat hier, kann die Knie bewegen. Er kann hier oben das Oberbein bewegen. Oberbein, also Oberschenkel. Dann kann er sich hier eine Hüfte noch hin und her bewegen, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen herausbewegen. Dann kann er natürlich den Kopf bewegen, die Hände, die Hand, den Ellenbogen und den Oberarm. Mega cool. Und das fühlt sich auch alles gut an und das sieht auch gut aus. Und ich zeige ihn euch jetzt mal. Chucky! Moment, vielleicht kann. Ach, seht ihr, jetzt habe ich den Hintergrund hier. Hintergrund und Chucky als Figur. Habe ich die richtige Höhe? Und Chucky als Figur. Mega coole Figur. Gefällt mir richtig gut. Die Farben, die Bewegungspunkte. Schön detailliert. Und von der Größe her. Weiß nicht, bisschen, vielleicht bisschen noch sogar zu groß, oder? Oder passt das so? War die Puppe so groß wie
ein Kind, sage ich mal. Ich muss mir echt den Film nochmal angucken. Aber auf jeden Fall ist das eine mega coole Figur. Und da kann man echt mega viel draus machen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze im Karton aussieht. Schaut euch das mal an. Das ist nur ein Karton, aber der macht so viel her, dass die das mit dazu gesetzt haben, finde ich. Also richtig, also mega cool. Ja, und jetzt von meiner Story her. Und zu Halloween geht es dann weiter. Leonardo kauft diese Puppe, Chucky, und schenkt die Raphael. Und Raphael freut sich, weiß noch von nichts. Nimmt das Püppchen an sich, kriegt es geschenkt, macht es auf. Und eines Tages oder nachts, beziehungsweise während Splinter und die anderen Brüder schlafen, kommt Chucky und nimmt. Also man hat so. Und den Hammer hier habe ich. Den habe ich ja gar nicht gewählt. Wir haben hier noch so einen Hammer. Ja, cool. Klopf, klopf. Und dann rennt Chucky hinterher. Und Raffi läuft davon. Mega cool. Also ich muss sagen, diese Figur ist richtig geil. Und jetzt schaue ich mal, was ich da so alles an Fotos und so machen kann. Also ich habe schon richtig Lust drauf, mit dieser Figur Fotos zu machen. Richtig cool. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Eine richtig coole Figur halt einfach. Mit sehr viel Zubehör. Ich könnte auch Raphael die Haare orange malen oder mit Green Stuff Haare drauf kleben und dann könnte ich aus Raffi eine Chucky-Puppe machen oder den Kopf einfach austauschen. Hey. Das ist schon heftig hier mit dem Ganzen, aber sehr schön detailliert, aber das ist halt necker, gell? Da muss man, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel sagen. Ich bin von Neckar bis jetzt wirklich positiv beeindruckt. Ich meine, klar, die machen viele Turtles, da kann man ja nicht anders als beeindruckt sein. Aber ja, hier, der Kampf. Raffi gegen Chucky. Fight. Ja, die Turtles sind zu zweit. Das ist an sich gar nicht so fair. Die Turtles gegen Chucky. Zu Halloween. Die müssen irgendwie runtergucken, weil Chucky so klein ist. Aber gut, ich habe jetzt meine Figuren, also meine Figur ausgepackt. Den Rest packe ich auch noch aus. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.